Ja, buenas tardes hier aus Marbella am Fuße der Sierra Blanca. Wir stehen auf dem Fußballplatz, auf dem vor wenigen Minuten der VfB Stuttgart 2:0 sein Testspiel gegen den FC Basel gewonnen hat. Die Mannschaft hat einen ordentlichen Eindruck gemacht. In der ersten Hälfte war das Spiel etwas verhaltener. Die Mannschaft musste sich finden. Zur Halbzeit wurde dann komplett ausgetauscht. Mit neuem Schwung ging es dann gleich rein. 1:0 durch Nico Gonzalez, 2:0 durch Hamadi Al-Gadoui. Der Trainer Pellegrino Matarazzo war zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs. Er betonte extra, dass umgesetzt worden sei, was in den letzten Trainingseinheiten der Schwerpunkt war: Pressingverhalten, Vertikalität. Und die Mannschaft hat wenig Torchancen zugelassen bei den Baslern. Die Torsicherung und die Kontersicherung lief sehr gut. Deshalb war das insgesamt ein ordentlicher Test des VfB, bei dem auch Ned Phillips wieder mitgewirkt hat. Für 45 Minuten war der Engländer mit auf dem Platz, hat in der Dreier- und Viererkette gespielt, die aufgereiht wurde. Das ist jetzt Stand der Dinge. Der Engländer bleibt bis zum Sommer beim VfB. Er hat sich auch kurz zu Wort gemeldet und gemeint, dass er hier seinen Job erledigen will mit Blick auf den angepeilten Aufstieg. Das tut dem VfB insgesamt gut, dass er noch eine weitere Alternative in der Innenverteidigung hat, weil Holger Badstuber wird voraussichtlich mehrere Wochen lang ausfallen. Muskelfaserriss heißt es im Adduktorenbereich. Ja, ansonsten ist der Ablauf so, dass die Mannschaft morgen einmal trainieren wird, morgen Vormittag, morgen Nachmittag erhält sie frei und am Abend soll ein Mannschaftsabend stattfinden und da wird es sicher lustig und hoch hergehen in Sachen Teambuilding. Ja, bis dahin würde ich sagen, hasta la vista aus Marbella.